Es wetterleuchtet durch die Nacht, die Donner, sie rollen von ferne. Die Wolken stürmen zur wilden Schlacht und ängstlich verlöschen die Sterne. Es jagt und wettert und kracht und braust, wie wenn in Lüften der Böse haust. Was schmiegst du dich an mich mit Zittern? Hey hola, mich freut das Gewittern. Tja, das Gewitter ist etwas, was nicht nur Karl Henkel beschäftigte, sondern auch uns Bergsportler. Aber was tun, wenn wir denn wirklich mal in einem der zahlreichen Tagen und Nächten mit einem Gewitter, Sturm oder Regenschauer konfrontiert sind? Um die Sicherheit bei Unwettern und wie wir mit den Gefahren umgehen können und sie vermeiden können, darum geht's heute. Gewitter. Sie sind in den Bergen wohl die größte Gefahr, wenn sie mal da sind. Vor allem aber können sie, aber müssen nicht, recht schnell und überraschend kommen. Dabei kann man sich sowohl vor einem Gewitter als auch währenddessen richtig und falsch verhalten. Mich würde sehr interessieren, ob ihr schon mal ein Gewitter am Berg erlebt habt und wenn ja, wieso, weshalb, warum und wie ihr euch dabei so gefühlt und verhalten habt. Schreibt mir das auf jeden Fall gerne unten in die Kommentare. Aber wie kommt es eigentlich zu unseren Gewittern und zu den Vorhersagen? Da gibt es erstmal zwei Arten von Gewitter. Zum einen das Frontgewitter. Wenn ein Frontgewitter aufkommt und wann nicht, das ist relativ gut vorherzusagen. Sie kommen mit einer Kaltfront daher und die kann man in der Regel auch recht gut über Prognosen ablesen. Manchmal sind diese Gewitter recht langdauernd und sind auch von der Uhrzeit her nicht immer einheitlich. Aber die Vorhersage ist definitiv oft sehr solide. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch Wärmegewitter. Die entstehen, wenn es lange schön war, vor allem richtig warm. Dann kommt es früher oder später an einem wunderschönen Sommertag zur Versammlung der kleinen Wolken. Wenn Wolken zu immer größeren Quellwolken werden und große Türme bilden, dann ist das ein eindeutiges Zeichen für ein Wärmegewitter in der nächsten Zeit. Wie schnell es dann tatsächlich geht, das lässt sich so genau aber gar nicht sagen. Zwei Faktoren sind in der reinen Beobachtung solcher Entwicklungen nämlich unsicher. Erstens, wie schnell bildet sich jetzt konkret ein Unwetter, das mich dann auch betrifft? Zweitens, erreicht es überhaupt meinen Standort? Denn gerade letzteres ist sehr schwer im Gebirge wirklich festzumachen. Ob ein Gewitter, welches sich in weiter Ferne mitten im Hochgebirge bildet, wirklich über die dazwischenliegenden Berge weiterzieht, das ist pauschal nicht so leicht zu sagen. Es ist auch nicht leicht zu sagen, ob ein Wärmegewitter lokal bleibt oder vom Sturm weitergetragen wird und somit der Spuk auch sehr schnell wieder vorbei ist. Alles in allem ist also die Einschätzung am Horizont zwar hilfreich, aber man kann nicht alle Schlüsse daraus ziehen, die wichtig sind. Die wichtigste Schlussfolgerung ist aber, wir können Wärmegewitter oftmals nicht aus dem Wetterbericht erkennen. Denn auch der Wetterbericht kann oftmals nicht einschätzen, ob, wann, wie und wo das Wärmegewitter konkret entsteht. Nun gibt es da zwei Szenarien. Zum einen die Situation, dass diese Gewitter nicht angekündigt werden, weil die Chance, dass das genau da zu genau der Zeit passiert, einfach nicht wirklich da ist. Zum anderen können sie aber auch angezeigt werden, weil das Muster dementsprechend ist. Blöderweise heißt das nicht, dass das Gewitter wirklich an diesem Punkt entsteht. Umgekehrt heißt das auch nicht, dass ein Gewitter nicht entsteht, nur weil es im Wetterbericht nicht drin steht. Das heißt, mit einem Wärmegewitter ist nach oder während langen Wärmeperioden definitiv zu rechnen, egal ob Wetterbericht ja oder nein sagt. Wärmegewitter treten immer am Nachmittag oder auch am frühen Abend auf. Womit wir ja gleich beim Wärmegewitter bleiben können. Die beste Möglichkeit, ein Wärmegewitter zu meiden, ist das rechtzeitige Absteigen. Das Gewitter kommt zwar trotzdem, aber gefährlich ist es natürlich nicht mehr. Wer bis 14 Uhr beispielsweise vom Berg ist, hat bessere Chancen, keinen Donner zu hören. Gute Chancen haben heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, es trotzdem zu erwischen. Es gibt auch frühere oder auch spätere Wärmegewitter. Wie gesagt, die Uhrzeit ist hier sehr variabel. Also kann man sagen, umso früher die Tour vorbei ist, umso besser ist es. Lange, ausgedehnte Tagestouren über 12, 13 Stunden sollten also vielleicht nicht innerhalb einer langen Hitzeperiode stattfinden und nicht zu spät starten. Bei der Kaltfront ist die Vermeidungsstrategie super einfach. Zu Hause bleiben, wenn ein Gewitter mit Kaltfront angekündigt ist. Dann sind die Chancen, dass die Tour keinen Spaß machen wird, sowieso recht gut, ob Gewitter oder nicht. Deshalb lohnt es sich auch überhaupt nicht, dieses Risiko erst einzugehen. Trotzdem lohnt es sich immer wieder mal, den Wetterbericht zu checken. Dass eine Kaltfront zwei Tage zu früh oder zwei Tage zu spät ankommt, das gibt's immer wieder.
So kann sich also aus einem Top-Wetterfenster doch noch ein schlechtes Wetterfenster entwickeln, aber genauso gut geht das natürlich auch umgekehrt. Also ist die Vermeidung von einer Gewittersituation am Berg eigentlich super einfach. Regelmäßig den Wetterbericht checken und früh wieder zu Hause sein. Aber was, wenn man mal am Berg ist? Die Erkennung einer Gewitterbildung ist nicht schwer. Ob es dann wirklich auch bei dir konkret ankommt, das ist schon etwas schwerer zu sagen. Vor allem, wenn sich die Wolkentürme und Ambosse am Horizont weit weg bilden. Sollte diese Erkennungsmerkmale und vor allem ein frischer, böiger Sturm aus der Richtung der Wolkenbildung kommen, dann ist das ein klares Signal zum Handeln. Hat man noch 5 Stunden exponierte Tour vor sich, dann ist jetzt der Moment zum Abbruch gekommen. Denn wichtig zu wissen ist jedenfalls, Wärmegewitter, die sich gerade bilden, können in einer unfassbaren Geschwindigkeit den eigenen Standort erreichen. Mein persönliches Highlight, unter Anführungszeichen, waren damals 20 Minuten vom ersten Anzeichen bis zum ersten Blitz in meinem Zielberg. Richtiges Verhalten am Berg bei Gewitter. Auch hier gibt es ganz einfache Regeln, die manchmal auch richtig schwer umzusetzen sind. Zum einen müssen wir weg von jeglichem Klettersteig. Das ist natürlich mitten in einem Sportklettersteig, der schwierig ist, ein echtes Problem. Deshalb gilt für Klettersteiggeher die gesamte Präventionsthematik noch viel mehr als für alle anderen. Zum anderen müssen wir aber auch weg von Bächen. Problematisch ist, wenn Wege zum Beispiel direkt neben einem Bach verlaufen. Haltet euch immer so weit wie möglich von einem Bach fern, denn er ist der Hauptangriffspunkt für Blitze. Also weg vom Metall, weg von Wasserquellen. Ist das Gewitter noch nicht direkt über einem, also liegen Blitz und Donner noch weit voneinander entfernt, dann ist Flucht eine gute Option. Steigt so schnell wie möglich, aber trotzdem sicher und ruhig ab. Aus Hektik umknicken wäre jetzt nämlich ein echtes Problem. Ist das Gewitter aber direkt da, weil es beispielsweise über eine nicht sichtbare Himmelsrichtung hereinzog, dann wird's tricky. Grundsätzlich sind freie, exponierte und weitläufige Flächen der größte Risikofaktor. Hier ist nicht sinnvoll, einfach weiter zu eiern, sondern man sollte in eine geschützte Stellung, also in die Hocke, auf einen isolierenden Gegenstand drauf. Zum Beispiel bietet sich da der Rucksack perfekt an. Einfach auf den Boden legen und in der tiefen Hocke draufstellen, Beine zusammen und abwarten. Vor allem packt eure Stöcke woanders hin, wo ganz anders. Am besten 50 Meter von euch entfernt ablegen, weitergehen, dann in die Schutzstellung. Besser als ein freies Feld sind Felsvorsprünge und Nischen. Wenn die Höhle oder Einbuchtung in alle Richtungen etwa Körperlänge Platz bietet, dann seid ihr in dieser Höhle sicherer als auf einem freien Feld. Außerdem solltet ihr euch abseits davon, dass ihr nicht am höchsten Punkt eines Berges stehen solltet, auch nicht in der Nähe von Gipfelkreuzen aufhalten. Die sind ebenso gefährlich wie ein Klettersteig. Das gleiche gilt übrigens auch für alleinstehende Bäume. Ihr werdet zwar vielleicht nicht nass, aber definitiv gut durchgegrillt. Für all diese Dinge gilt aber, nichts davon ist eine Garantie für einen hundertprozentigen Schutz. Den besten Schutz bieten nämlich Innenräume und Blitzableiter außerhalb. Deshalb ist am Berg die Prävention tausendmal wichtiger als die Reaktion im konkreten Fall. Letztere ist nämlich nur noch ein letzter Ausweg und keine echte Alternative zu einem rechtzeitigen Abstieg oder Handeln. Trotzdem sollte man jetzt aber keine Panik kriegen. Gewitter am Berg sind zwar häufig, vor allem im Sommer, die Wahrscheinlichkeit von einem Blitz getroffen zu werden ist aber relativ gering. In 10 Bergsommern kam es laut alpiner Sicherheit zu 45 Unfällen mit 68 Verletzten und 6 Toten. Das ist für die Blitzaktivität von 10 Jahren nicht extrem viel, wenn man es in Relation setzt zu allen Leuten, die am Berg waren. Vielleicht auch, weil sich mit den genannten Tipps sowas sehr gut vermeiden lässt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte bedenkt, dass sich die Alpenacademy ohne eure Beiträge nicht finanzieren kann. Danke an jeden, der da schon mitgeholfen hat. Alle Infos dazu hier eingeblendet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!